einfache Spiele. Spiele für einen Feierabend, wo man schnell drin ist, wo man nicht viele Regeln lesen muss, wo man vielleicht auch schon eine Weile nicht mehr gespielt hat, aber relativ zügig wieder hineinfinden will. Ja, genau, solche Spiele habe ich jetzt hier in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung. Eine bunte Auswahl. 10 Spiele wollte ich eigentlich nehmen. Es sind wieder ein paar mehr geworden. Ihr seht es unten auch in der Liste. Ihr könnt also nach vorne springen, wenn euch das ein oder andere Spiel nicht gefällt. Es ist eine bunte Auswahl. Es sind ja hauptsächlich Familienspiele. Es sind kleinere, größere Spiele dabei. Einfach schöne Spiele und vielleicht auch ein paar Spiele, wo für euch interessant sein könnten. Sicherlich fehlen ein paar Spiele. Dann dürft ihr es gerne ergänzen. Und mit diesen Einstiegsworten fangen wir gleich an. Ich habe gedacht, das größte Spiel habe ich hier unten. Deswegen zeige ich es als erstes. Ein Spiel, was wir immer wieder spielen, regelmäßig spielen, auch wenn Freunde von den Kindern da sind, wo es schnell gehen soll, schnell aufgebaut. Ach, wir suchen jetzt noch was 15 Minuten Spielzeit, aber auch was für abends locker zu spielen. Dann ist es einfach Clask. Clask gibt es auch in einer Version für 4 Personen. Das ist die Version für 2 Personen. Altersangabe steht dabei. Ab 8 Jahren ist durchaus was für jüngere. Game Factory, der Verlag. Ja, 2 Personen. 10 Minuten Spielzeit ist angegeben und ihr erkennt schon hier letztendlich, ist ein Spiel mit Magneten, wo man letztendlich so einen Stab bedient. Und bedient darunter, oben ist praktisch der andere, der Gegenmagnet, und versucht dann Tore zu schießen. Gleichzeitig sind hier noch Magneten auf dem Spielfeld. Wenn man da 2 abbekommt, dann hat man quasi auch ein Gegentor und das Ganze markiert mir hier auf der Seite. Ein recht guter Preis, nach wie vor sehr beliebt, auch bei euch beliebt, stelle ich in diversen Videos immer wieder vor und das ist wirklich ein tolles Spiel. Und übrigens, ja, da ist wirklich einiges drin, da braucht ihr nichts aufbauen. Ihr holt es einfach raus, ja, nehmt die Magneten und könnt sofort mit losspielen. Also schnelles Spiel, schneller Start ist hier auf jeden Fall garantiert. So, dann ein Klassiker, mal ein bisschen ältere Spiele und der ein oder andere wird sagen, ach Bluff, das haben wir auch noch irgendwo, vielleicht auf dem Speicher, keine Ahnung, Bluff, Ravensburger habe ich euch vorgestellt und am Anfang habe ich auch gedacht, boah, Bluff, oh, wenn spielen wir das mal wieder. Also ey, auch ein super Spiel für den Urlaub kann ich empfehlen. Werden wir auch mitnehmen. Ja, wir nehmen immer einiges mit. 2 bis 6 Personen ist ein Vorteil. Kann man natürlich auch mit sehr vielen Personen spielen. Ein Bluffspiel, ein Würfelspiel. Man nimmt die Becher, würfelt und versucht auf seiner Leiste, hier sieht man die Leiste, andere immer zu übertreffen, was seine Würfel dann angeht. Das heißt, man geht hier an der Leiste voran, zockt man, hört man auf. Wenn man falsch liegt, verliert man Würfel. Auch ein schnelles Spiel, auch ideal für einen Feierabend. Probiert es mal aus. Umso mehr Personen, desto besser. Ab 3 Personen solltet ihr auf jeden Fall sein. Ich glaube, ab 10 Jahre steht drauf. Ab 12 Jahre steht drauf. Ich glaube, damals habe ich mir auch gewundert, wo ich das Spiel vorgestellt habe, warum man da ab 12 Jahre draufstellt. Weil das ist ein Familienspiel. Ein Schnippspiel. Schnippspiel darf natürlich auch nicht fehlen. Und ja, ich habe schon sehr viel Werbung gemacht für Schnipp und Weg. Gerhard Spiel und Design. Recht große Box. Heimischer ja, Verlag. Made in Germany. Ein Schnippspiel, wo man praktisch hier diese Steine schnippt von einer Seite zur nächsten und versucht die anderen Steine praktisch vom Feld herunter zu katapultieren. Und das macht Laune. Tolles Zwei-Personen-Spiel. Es ist ab 6 Jahre angegeben. Ja, da hätte ich mir gewünscht, 6 bis 99 drauf zu schreiben. Ich weiß, ich mag das ja gar nicht bis 99, aber das ist ein Spiel, wo auch Erwachsene super spielen können für einen Feierabend. Da zahlt man ein paar Euro mehr für das Spiel, aber das ist absolut wert. Ihr unterstützt da einen kleinen Verlag und deswegen habe ich nochmal ein Spiel, was mir einmal in der Woche circa spielen. Ich mache schon gar keine Fotos mehr auf Instagram etc., weil das spielen wir einfach zu oft, sonst würde ich denken, ja, das spielt er jetzt wieder oder nimmt er jetzt alte Bilder. Nein, wir spielen es regelmäßig und die Alina hat es zuletzt auch bei der Oma wieder dabei gehabt, Oma und Opa. Bao ist das Spiel und Bao ist auch ein Zwei-Personen-Spiel ab 5 Jahre. 5 bis 99. Ihr wisst, also das spielt man auch in Erwachsenenrunden gerne. Tolles Material, made in Germany, was hier diese Box dann angeht, mit den Kügeln. Jetzt, wenn ich schon rausmache, dann mache ich es auch ganz kurz auf, dann seht ihr es nochmal. Hier ist das Material und man hat hier die Steinchen, die sind im separaten Säckchen und man versucht die Steinchen praktisch vom Mitspieler in der vorderen Reihe abzugreifen und das kann mal 10 Minuten gehen, das kann aber auch mal, ja, eine Stunde dauern. So würde ich es auf jeden Fall titulieren. Ein sehr lohnenswertes Spiel. Auch da zahlt ihr ein paar Euro mehr. Ich glaube, viele haben sich damals überlegt, holen wir es nicht. Und ihr dürft gerne in den Kommentaren hinterlegen, wenn ihr jetzt das Video schaut,
ob sich die Investition je nachdem für euch gelohnt hat, weil aus meiner Sicht ist eine tolle Investition. Ja, hat seinen Preis, aber auch hier Gerhards Spiel und Design, der Verlag Made in Germany, eines der Top-Spiele des Verlags. Ich glaube, das Spiel spiele ich noch in 40 Jahren, keine Ahnung. Also wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich ein Spiel und ihr merkt, die Auswahl ist wirklich bunt. Ja, ihr habt ja, ihr seid gern App-affin, ihr habt gern das Handy in der Hand oder die Kinder, ja, oftmals das Handy in der Hand spielen, vielleicht weniger, aber das Handy mit der App in Kombination mit einem Spiel funktioniert wirklich perfekt bei diesem Spiel. Ungeheuer hungrig, haben wir euch vorgestellt, das Video, viele haben sich es damals auch als Empfehlung von mir geholt, weil es ist ein super Familienspiel mit App und wo auch die Kids Spaß haben, die vielleicht nicht so viele Brettspiele spielen. Ab 6 Jahre ist angegeben, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, da habt ihr auf jeden Fall euren Spaß in der Familie zu 2, zu 3, zu 4, ist angegeben, 2 bis 4, genau, 2 bis 4 Personen und geht recht schnell, 20 Minuten. Und das Tolle an diesem Spiel ist, man sieht es auf der Rückseite weniger, man hat die App praktisch vor sich, oder das Handy mit der App vor sich und die Karte hebt man praktisch einen Abstand darüber. Das ist ein QR-Code und das Handy erkennt oder die App erkennt die einzelnen Karten und sagt euch, was ihr tun müsst, was ihr lassen müsst, welche Karten ihr hoffentlich auf der Hand habt, um sie letztendlich mit dem QR-Code da einzulesen. Also wirklich klasse Spiel, kleines Spiel für zwischendurch. Ja, da ist man auch sofort drin. Also auch ein weiteres Spiel. Und das Spiel, ich habe mir jetzt überlegt, nehme ich es dazu, aber es geht ja auch um kleine oder Spiele, die schnell erklärt sind. Und wie lange habt ihr denn nicht mehr Abalone gespielt? Das ist doch ein Spiel, was damals wenig Konkurrenz hat. Man kannte ein Zwei-Personen-Spiel eigentlich nur Abalone. Ab 7 Jahre ist angegeben, hat immer mal wieder den Verlag gewechselt oder den Vertriebspartner. Also gibt es etliche andere Ausgaben. Es gibt es auch als Version für 4 Personen. Ich habe hier oben noch Offboard. Dann nochmal ein Abalone in so einer schwarz-gelben Box. Aber ich habe gedacht, ich nehme jetzt einfach mal die klassische Box, schwarz und weiß. Auch hier mit Kugeln, wo man versucht, andere Kugeln praktisch des Mitspielers runterzuschubsen auf dem Tableau. Ein Klassiker schlechthin. Auch ein Spiel. Durchaus für einen Feierabend, lockeres Spielchen. Nehmt es nicht zu ernst. Also ja, man will schon gewinnen, aber der Spaß steht hier bei Weitem im Vordergrund. Wie wäre es mit Malen? Ein bisschen Malen. Auch das Spiel habe ich euch schon ein paar Mal vorgestellt, ein paar Mal empfohlen. Ich nehme es auch ganz kurz nochmal in die Liste. Imaginius Piatnik, der Verlag, ist ein Malspiel, wo auch sehr schnell erklärt ist, weil letztendlich geht es darum, ihr habt quasi eine Karte und ihr müsst quasi die Verbindungen zeichnen, die hier angegeben sind. Und die Verbindungen geben ein Symbol und das tragt hier oben ein. Ja, es ist ein bisschen hektisch, aber vielleicht seid ihr alle abends kaputt. Dann hat jeder das gleiche Level und dann spielt ihr vielleicht Imagineus als Malspiel, weil da ist man auch sofort drin. Es geht mir ja auch um die Regeln, damit ihr einen leichten Einstieg in das Regelwerk habt. Vielleicht habt ihr jetzt auch das ein oder andere Spiel für eure Familie etc., wo ihr sagt, ja, das sind ja auch durchaus lockere Spiele für einen Nachmittag. Durchaus auch der Fall. Ich habe es mir überlegt, ob ich es mit aufnehme, aber wir haben so oft gespielt und mit unterschiedlichen Gruppen. Es ist sehr schnell erklärt und die Rede ist von Cascadia. Das ist das einzige Spiel, wo ich sage, da war ich mir nicht sicher, ob ich das als quasi als lockeres Spielchen nehme. Aber das ist echt nicht schwer. Es gab 10 Jahre und mittlerweile tendiere ich sogar in den Gruppen, wo wir es gespielt haben, so da Tendenz Richtung 8 Jahre. Ich habe da nachher noch ein Spiel, das kann man vielleicht gut mit vergleichen. Ja, das ist nämlich auf 8 Jahre. Ich sage nachher was dazu. Aber ich finde das jetzt an sich nicht schwer. Das spielt die Alina nach einer ersten Partie, wo sie nur zugeguckt hat, hat sie sofort das Prinzip verstanden. Ja, sie spielt viel, die Kinder von uns spielen auch viel. Und aber auch mit Freunden, Bekannten war das Spiel recht schnell klar und man wusste sofort, was es geht. Weil letztendlich hat man hier quasi sein Tableau. Man ergänzt es um weitere Plättchen bzw. Tiere und ergänzt es hier auf seinem eigenen Tableau und versucht natürlich möglichst große Flächen zu bündeln bzw. die Aufträge der Tiere zu erfüllen, wie hier vorgegeben ist, um viele Punkte zu generieren. Das war eigentlich auch schon alles. Spiel ist erschienen bei Cosmos. Ja, schöner Hinweis noch ergänzend, eine Erklär-App. Habt ihr also keinen Bock, jetzt überhaupt die Regeln zu erklären? Bei Cosmos gibt es viele Apps mit einer Erklär-App. Da wird euch das Spiel in 5 Minuten erklärt und da seid ihr sofort drin. Falls nicht, schreibt es in die Kommentare rein oder schaut in das Video, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Ich habe gedacht, ich nehme es noch auf.
Mittlerweile lasse ich es schon weg. Wir haben es hier hinten, das haben wir ja schon gespielt ohne Ende, praktisch alles gesehen. Das damalige Spiel des Jahres ist auch ein Spiel, wo man wirklich bei uns hohen Aufforderungscharakter hat, aber wo man auch sofort drin ist. Das ist angegeben. Jetzt muss ich mal schauen, die Boxen. Das klassische ab 8 Jahre, das neuere Full House, auch ein eigenständiges Spiel ab 10 Jahre, 15 Minuten Spielzeit. Und hier geht es darum, einen Fall zu lösen. Das heißt, ihr habt praktisch so einen Detektivfall, ihr habt die Karten und ihr müsst jetzt einfach das auf der Riesenkarte, ich packe das jetzt nochmal aus, ich habe es euch vorgestellt, auf einer großen Karte zu lösen. Schaut also, wo die Figur ist und wo sie hingelaufen ist, was sie gemacht hat, was sie weggeworfen hat, wen sie getroffen hat, wo sie erscheint, was die Hintergründe sein können und das Ganze gespickt mit Fragen und Antworten, die ihr hier lösen müsst. Auch recht einfach, auch hoher Aufforderungscharakter, sehr beliebt, auch oftmals empfohlen. Ja, ein Spiel, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe ich das Video gemacht, also Dragomino war ja Kinderspiel des Jahres, oder ist Kinderspiel des Jahres, und das Familienspiel, was ich am Anfang, ich kann mich noch damals erinnern, als wir bei Pegasus Spiele waren zum Event und haben die neuen Spiele gesehen. Ich glaube, das haben wir 20 Mal hintereinander gespielt an dem Tag. Die anderen Spiele, ich weiß gar nicht, was es da noch gab an dem Tag, aber die haben wir, glaube ich, kaum gespielt, weil wir haben uns eigentlich nur für dieses Spiel interessiert und sind dann wirklich fast den ganzen Tag gesessen und quasi nur dieses Spiel gezockt, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Es ist King Domino, 8 Jahre, 15 Minuten Spielzeit. Super auch zu zweit. Und ihr macht nichts anderes, dass ihr praktisch eine Auslage an Kärtchen habt und diese Kärtchen nehmt ihr und legt euch in euer Raster quasi hinein, abhängig von der Größe, könnt ihr ein kleines oder größeres Spiel absolvieren und abhängig von den Feldern, die ihr befüllt, das heißt hier die Wasserfelder, ihr versucht natürlich gleiche Landschaften aneinander zu legen, bekommt ihr die jeweiligen Punkte, beziehungsweise werden diese noch mit den Kronen multipliziert. Super, super, wirklich macht sehr viel Spaß, ein lockeres Spielchen und nicht so gemein wie verflixt. Ein bisschen Ärgerfaktor darfst du abends doch auch noch sein. Oder Nachmittag und in der Familie. Gerade weil hier auch dabei steht, 2 bis 6 Spieler. Ich glaube auch wieder was für einen Urlaub. Ich glaube, wir packen erst unsere Spiele und dann den Koffer, weil das Spiel darf eigentlich auch nicht fehlen. Verflixt ab 8 Jahre aus dem Hause Amigo. Wolfgang Kramer, Michael Kiesling, um mal wieder die Autoren zu nennen. Viele Grüße an alle, die ich jetzt vergessen habe. Und es ist ein Laufspiel und ein gemeines Spiel, weil letztendlich geht es darum, gute Plättchen zu ergattern, das sind die Grünen, die leben Punkte, weil wenn ich von diesem Plättchen wegfahre, dann bekomme ich dieses Plättchen. Ich will aber nicht von einem roten Plättchen runterfahren, das soll möglichst noch jemand anders stehen, weil wenn ich von einem roten wegfahre, wo ich alleine bin, das sind Minuspunkte. Und so versucht ihr, an einer Laufstrecke voranzukommen. Das waren eigentlich schon alle Regeln. Also das meiste habe ich jetzt schon gesagt und auch da ist eine Neuausgabe, gab es damals auch schon im größeren Format, aber auch das eine ganz klare Empfehlung. Ja, spielt ihr Jenga eigentlich noch? Oder spielt ihr lieber die Knuffis? Also Jenga ist bei uns quasi immer noch, war immer noch im Gebrauch, ist quasi jetzt abgelöst durch die Knuffis. Ist auch ein ähnliches Prinzip, dass er hier so einen Knuffi herunternimmt und höher platziert. Der muss dann ganz oben dann landen. Und die Knuffis sind kleine Bälle. Sieht man es hier? Ich glaube, hier auf der Seite sieht man es. Ihr seht es hier auf der Seite. Das sind so kleine Bälle. Und die versucht man höher zu bringen. Natürlich sollte der Turm nicht einstürzen. Auch super für Kinder, für die Familie. Schnell erklärt. Vielleicht auch was für zweit, für den Abend. Ist witzig, macht Laune. Und da spielt man gerne die eine oder andere Partie. Macht einfach Spaß. Nach wie vor. Hat auch schon ein paar Monate auf dem Buckel. Ja, das Spiel habe ich einfach aufgenommen, weil der eine oder andere wird sagen, ich muss ein bisschen, das ist mir zu heftig, zu anspruchsvoll. Abu Ubongo ab 8 Jahre ist ein Legespiel. Legespiel, ich sage 100 Mal Legespiel. Also ein Spiel, wo man eine gewisse Plättchenanzahl dann hat und die versucht in sein Muster zu legen. Das könnte den einen oder anderen abends oder nachmittags oder je nachdem, wer jetzt hier das Video schaut, ein bisschen zu schwierig sein. Rauchen ein bisschen die Köpfe. Es geht ja auch ein bisschen um Schnelligkeit. Aber das ist auch ein Spiel, wenig Regeln, da seid ihr sofort drin. Ja, es hat eine Regel mit der Laufleiste. Okay, je nachdem, wie schnell ihr seid, greift ihr solche Edelsteine ab. Aber es gibt verschiedene Versionen von Ubongo und notfalls spielt ihr es einfach auf dem Plättchen, versucht möglichst schnell zu sein. Es bleibt euch überlassen oder nutzt einfach die Punkteskala, um hier ein bisschen voranzukommen, um Edelsteine abzugreifen.
Eieiei, habe ich viele Spiele. So, jetzt seid ihr abends oder nachmittags vielleicht mit mehr Personen. Da kommen plötzlich noch zwei. Ihr wolltet eigentlich was zu zweit spielen. Plötzlich kommen noch zwei Gäste oder vier. Ja, super. Jetzt wollten wir ein gemütliches Spiel ausprobieren und jetzt sind es zu viel Personen. Aber vielleicht wäre dann genau das Richtige was für euch, Smart. Ten Family übrigens, Autoren Arno Steinwender und, vergesse ich immer, Christoph Reiser, auch ihn mal an dieser Stelle erwähnen, Piatnik, der Verlag, 200 Fragen, 2000 Antworten und es kommt jetzt, meine ich, im ORF sogar als Show, würde ich mir auch für Deutschland wünschen, wer das mal gesehen hat oder, also ihr wisst jetzt Bescheid, dieses Spiel gibt es jetzt tatsächlich als Quizsendung im Fernsehen, weil das Prinzip ist auch ganz einfach, ihr habt, ich zeig's nochmal hier, nein, ich mach's auf, weil das ist wirklich simpel, ihr habt hier quasi den ganzen Apparat, den holt ihr dann quasi heraus und da habt ihr 100 Fragen. Da gibt es mittlerweile auch Erweiterungen. Und dann lest ihr die Frage in der Mitte und gibt es dann weiter. Und wer sich sicher ist, der nimmt den jeweiligen Stecker heraus. Dann wird dann angegeben, ob das richtig oder falsch ist. Ist das richtig, dann könnt ihr euch einen Punkt nicht notieren, sondern ihr macht das hier in den Kästchen. Und liegt ihr falsch, dann verliert ihr praktisch die bisher erwirtschafteten Stecker, die ihr dann habt. Also geht halt ein gewisses Risiko ein, wie weit ihr gehen wollt. Und so spielt ihr Karte über Karte und auch ein tolles Ratespiel. Wirklich eine Empfehlung. Gibt es als klassische Version, jetzt mittlerweile als Smart Ten Family, da müsst ihr schauen. Oder wenn es euch Spaß macht, holt ihr euch Erweiterungspacks. Die habe ich, glaube ich, auch schon in einem Video gezeigt. Ich drehe sehr viel. Ich glaube, ich drehe zu viel. Aber ich hoffe, die Art und Weise macht euch auf jeden Fall Spaß. Ich werde oft angeschrieben und das ist immer schön. Jetzt kann ich nämlich auf die Videos verlinken. Mensch Jörg, wir sind abends zu zweit und suchen was noch für den Feierabend. Ich bekomme oftmals solche Mails und dann ist immer die Frage, was empfehle ich? Und was als einfach gilt, wirklich einfach, ist Patchwork. Ihr könnt diese Version nehmen, die ist ab 8 Jahre oder diese Version ab 6 Jahre. Und es ist nichts anderes, als dass ihr praktisch auch hier Plättchen dann ablegt und möglichst clever, möglichst effektiv, ich halte es mal hier, möglichst effektiv auf euer Tableau dann ablegt, hat einfache Regeln, schnell gespielt für Jung und Alt, hat sogar ein Siegel bekommen, Generationsspiel Jung und Alt spielt und ja, mit dieser Auszeichnung könnt ihr euch entweder diese Version ab 6 Jahre holen oder diese Version ab 8 Jahre. Bisschen anspruchsvoller, was die Plättchen angeht. Ihr greift praktisch auf, aus dem Kreis greift ihr euch Plättchen an, legt die bei euch ab und versucht natürlich effektiv Punkte zu generieren. Schnell erklärt, schnell gespielt, auch durchaus was für zwischendurch. So. Ja, wenn ihr mit Jüngeren, ich habe noch was aufgenommen, Familienspiel mit Kindern und ich nehme immer gern Similo zur Hand und aktuell Harry Potter ist bei uns im Moment total im Trend, unglaublich, wie die Bücher verschlungen werden bei uns, über die Filme haben wir schon diskutiert an der einen oder anderen Stelle bei anderen Videos, aber ich habe ja auch Harry Potter Spiele euch schon vorgestellt und eines der Top Harry Potter Spiele, wenn es auch um kleine Spiele geht, das ist Harry Potter Similo. Similo gibt es auch mit Tiere, gibt es andere Themen, also wenn euch Harry Potter gar nicht anspricht, Similo gibt ihr ein. Heidelberg Games, 7 Jahre, 2 und mehr Personen geht 10 Minuten. Und hier geht es quasi darum, einen verdeckten, versteckten Charakter zu finden. Eine Person kennt ihn und die anderen tippen aufgrund der Karten, wie man sie dreht, ob das passend ist. Und ihr müsst jedes Mal weitere Karten aussortieren. Hoffentlich ist nicht diese Karte dabei, die genau derjenige ist, wo er ausgewählt hat, weil die sollte letztendlich am Ende übrig bleiben. Auch ein tolles Spiel. Similo heißt das Spiel. Ja, jetzt habe ich doch noch ein Spiel, wo ich gedacht habe, nehme ich es auf, etc. Wir haben es die letzten Tage geschätzt 20 Mal gespielt. Der Einstieg ist etwas schwierig. Etwas. Ich habe ein Video dazu gemacht, also da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen, um euch den Einstieg zu erleichtern. Je nachdem gibt es auch irgendwann noch ein Gameplay, also da kommt noch ein weiteres Video. Aber Zwei-Personen-Spiel, Stichspiel. Wenn ihr jetzt Karten spielen mögt, wenn ihr Stichspiele kennt, schaut euch unbedingt dieses Spiel an. Gibt es auch, müsst ihr schauen, deutsche Version, dass ihr die deutsche Anleitung habt. Material ist sprachneutral, aber ein Stichspiel für zwei Personen. Und das ist wirklich aktuell, also was die Stichspiele angeht, zählt es für mich mittlerweile in die Top 3. Wenn es um Zwei-Personen-Spiele geht, mit Kartenspiele, dann ist es wahrscheinlich auch Platz 1, Platz 2, weil das ist so klasse. Und am Anfang, ich habe es ja erwähnt, bei mir, die ersten Partien fand ich das Spiel gut und der Spielspaß ist
gestiegen. Er ist gestiegen. Normalerweise sagt man, der fällt nach und nach immer ab. Irgendwann fällt er wahrscheinlich auch etwas ab, aber im Moment ist er steigend. Und das sagt schon einiges aus über dieses Spiel. Jekyll vs. Hyde heißt das Spiel. Ab 10 Jahre angegeben, 2 Personen. Wer das Spiel aber kennt, der vergisst auch die Regeln nicht und ist sofort wieder drin. Also noch so ein kleines Spielchen. So, jetzt senken wir wieder. Das heißt, jetzt gehen wir wieder einfacher, was die Regeln dann angeht. Quirkel, 10 Jahre hat das Spiel schon auf dem Buckel. 10, 11 Jahre. Spiel des Jahres 2011. Ab 6 Jahre ist auch ein Spiel. 6 bis 99. Ja, jetzt sage ich es auch schon. Also es ist auch was für Erwachsene. Ich brauche es eigentlich gar nicht aufmachen. Es lässt sich ja hier super erklären. Weil ihr sagt, ihr nehmt einfach Spielsteine. Müsst ihr entweder hier dann quasi anlegen. Links, rechts, also in der Reihe. Und das muss natürlich passen, das heißt unterschiedliche Symbole oder unterschiedliche Farbe. Und dafür bekommt ihr Punkte, je nachdem, wie ihr es dann anlegt, wenn ihr einen Quirkel abschließt. Das heißt 6 unterschiedliche Symbole, dann bekommt ihr sogar die doppelte Punktzahl, keine 6 Punkte, sondern 12 Punkte. Und ihr braucht letztendlich nur dieses Säckchen, den Rest, die Dose, eigentlich zu schade dafür, könnt ihr quasi wegschmeißen, wenn man das schon sagen kann. Ich finde es sehr edel, gibt es auch als Holzversion, als klassische Version, kommt der sicherlich auch günstiger. Müsst ihr einfach mal schauen. Aber kommt auch super an für zwischendurch. So, jetzt kommt dieses Vergleichsspiel, was ich vorhin gesagt habe, zu Cascadia und Savannah Park. Weil Savannah Park ist ab 8 Jahre Familienspiel. Pegasus, der Verlag. Und das geht in eine andere Richtung. Aber auch hier legt man Plättchen in ein Muster dann an. Die Print Games zählt sicherlich auch zu den Top-Spielen schlechthin des Jahrgangs. Weil letztendlich hat jeder die gleiche Auslage. Aber man nimmt sich Plättchen, gewisse Plättchen. Und die platziert man anders in seinem Plan und versucht natürlich gewisse Herausforderungen zu meistern, die natürlich vorgegeben sind. Das heißt, Gruppierungen sind wichtig und man muss sich natürlich um einzelne Tiere kümmern, die vereinzelt sind, weil man muss Zusammenhänge bilden, was die Tiere dann angeht, um möglichst viel zu punkten. Und das immer weiter und das wird immer enger auf dem Plan. Und das Tolle ist, am Anfang, wenn ihr das dann spielt, dann nehmt ihr euch einfach einen Plan. Das Tolle ist, hat natürlich auch Varianten, also andere Spielpläne. Und dann nehmt ihr euch quasi einfach eure Verpackung, die holt ihr einfach raus und da ist euer Material drin. Und dann könnt ihr nach 2 Minuten loslegen. Ich habe ein Video dazu gemacht, je nachdem schaut in das Video rein. Auch das ist ein Spiel, Wolfgang Kramer, Michael Kiesling, bekannte Autoren, wo ich empfehlen kann. Ja, wieder so ein paar. Spiel hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Jetzt kommt dann ein Spiel, das hat richtig viele Jahre auf dem Buckel. Aber Draftosaurus ist auch ein Spiel. Ich glaube, das war sogar, war es auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres und war für viele keine Überraschung, weil das Spiel kommt super an. Generationsübergreifend mit der Familie das Ganze zu spielen. Es ist angegeben für 2 bis 5 Personen. Am liebsten spielen wir es zu dritt, zu viert. Müsst ihr mal in das Video reinschauen. Gebe ich auch Infos. Gibt es auch Erweiterung. Boardgame Box, deutsche Version von dem Spiel. Auch ein tolles Spiel letztendlich. Würfel entscheidet, welche Regeln ihr beim Platzieren einhalten müsst. Wählt einen Dinosaurier von eurer Hand und platziert ihn in euren Zoo. Reicht die übrigen Dinosaurier euren linken Sitznachbarn weiter und fangt von vorne dann an. Und so spielt ihr und hier versucht ihr natürlich effektiv eure Dinos zu platzieren, um viele Punkte zu machen. Das ist alles. Tolles Spiel. Ja, es geht um einfache Spiele. Einfache Spiele und ideal ist dieses Spiel für mich zu zweit. Ihr habt wahrscheinlich etliche andere Ausgaben auch schon gesehen. Blokus, der Klassiker schlechthin, 2 Jahre. Auch hier geht es quasi darum, hier sieht man es, oder zu viert, 2 oder 4. Ich glaube, ideal zu viert. Aber ich glaube, ich habe auch ein Video dazu gemacht. Ich habe ja viele Videos. Und hier geht es darum, seine Teile, wo man hat, seine Farbteile, alle auf diesem Tableau unterzubringen. Das ist alles, was ihr beachten müsst. Außer, dass ihr immer nur von Ecke zu Ecke, also nicht Kante zu Kante, sondern Ecke zu Ecke Plättchen anlegen müsst. Das ist das ganze Prinzip. Das sieht dann am Schluss recht bunt aus, wie man hier sieht. Und ihr versucht natürlich, möglichst viele Plättchen unterzukriegen. Jetzt kommt ein Spaßspiel. Und die Geschmäcker gehen auseinander, auch bei diesem Video. Ist doch gut so. Man muss nicht alles mögen, was mir gefällt. Ihr habt auch andere Vorschläge und das finde ich immer toll, dass auch in den Kommentaren Hinweise zu kommen. Wenn jetzt euch Spiel das genauso gut gefällt oder ihr habt eine ganz andere Meinung und das ist gut, dann können es nämlich andere sehen. Weil bei diesem Spiel gehen die Meinungen sicherlich ein bisschen anders auseinander. Sumo Slam heißt das Spiel und ihr kennt vielleicht das Schweinchenspiel, wo Schweinchen gewürfelt werden und je nachdem, wie die Schweinchen liegen, bekommt man unterschiedliche Punkte. Das ist genau das gleiche Prinzip, außer dass es hier Sumos sind. Ihr habt also hier so ein Seil, wo ihr drumherum liegt und würfelt die Sumos, die beiden. Und je nachdem, wie sie liegen, auf dem Kopf, schräg, Seite, kriegt ihr unterschiedlich viele Punkte. Ein Fun-Spiel, das ist jetzt wirklich so ein Absacker. Und das
Wer weiß denn. Wäre auch was für ein Urlaub. Ja, mal schauen. Also das macht mir auf jeden Fall auch Laune. So, dann auch ein Spiel. Das habe ich auch schon öfters gezeigt. Wir haben es auch eine Weile her live, haben es auch schon gezeigt. Das ist nämlich ab 7 Jahre NSV Inspektor Nase. Teamwork für klein und groß. Und das, auch das Prinzip ist recht einfach. Es gibt nämlich eine, ja, man sieht es auf der Rückseite nicht so gut. Es gibt eine Karte, um die geht's. Und der Mitspieler muss herauskriegen, welche Karte das ist. Das Problem ist, dass hier gewürfelt werden. Und aufgrund der Symbole, der Würfelsymbole, bekomme ich Hinweise. Es muss aber immer wieder eine Karte aussortiert werden. Also es ist so ein Lauf bis zum Ende, ähnlich so ein Similo-Bereich, aber als hier als Familienspiel wirklich klasse gemacht, kommt bei uns super an. Ich hoffe, da kommt noch was Neues. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Das sagt, glaube ich, in jedem Video. Ja, was ist für euch das beliebteste Würfelspiel? Ja, bei uns ist das Heckmeck. Heckmeck mögen wir einfach, spielen wir gerne. Ja, das gibt es auch in der Junior-Version. Letztendlich ab 8 Jahre ist angegeben für 2 bis 7 Personen. Da wird gewürfelt und da geht es natürlich um möglichst hohe Punkte, weil möglichst hohe Punkte bedeuten viele Würmer und viele Würmer bedeuten viele Punkte. Gibt es auch viele Meisterschaften. Ich weiß nicht, ob das mal weitergeht. Also Zoch ist der Verlag, eines der wirklich klasse Würfelspiele, auch super zu zweit zu spielen. Kurze Verschnaufpause. Ja, ich weiß nicht, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam? Ihr müsst es einfach ergänzen. Hoffentlich hat es soweit gepasst für euch. Ist die Frage, spielt ihr eigentlich noch Kniffel? Ja, warum auch nicht? Wir haben eine große Auswahl, aber Kniffel wurde bei uns letztendlich schon ein bisschen abgelöst mit Dice Cup. Drei Hasen in der Abendsonne, der Verlag, ab 8 Jahre, 2 bis 6 Personen. Ähnlich spielt ihr hier auch. Nur, dass ihr die Würfel hier werft unter einen Trichter, kurz anhebt. Merkt euch alles und dann wird das wieder draufgesetzt. Und dann müsst ihr einfach ankreuzen, was ihr glaubt, wo es viele Punkte gibt. Ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt. Gab es viele Paare? Gab es viele Sechser, die jetzt gefallen sind? Abhängig davon bekommt ihr nämlich die Punkte. Also, und gleichzeitig wird es immer weniger. Habe ich die Sechser einmal verwendet, dann muss ich mich mit anderen Kombinationen auseinandersetzen. Auch ein sehr beliebtes Spiel, auch eine Empfehlung. Ja, auch so ein Spiel ist jetzt leicht, ist jetzt ein Absacker. Ich mag es einfach. My Goldmine haben wir euch schon vor einer Weile vorgestellt. Kosmos ist der Verlag, ab 7 Jahre 2 bis 6 Personen. Und das ist auch ein Zockerspiel, wo man dann gerne, ideal, umso mehr Personen, desto besser das Spiel. Das als Information, also 2 bis 6 Personen, 7 Jahre. Und bei diesem Spiel geht es darum, so also ein Zockerelement, möglichst viel Gold zu scheffeln. Viel Gold. Und da riskiert man viel. Das heißt, man deckt viele Karten auf. Aber je nachdem, wie man oder welche Karten aufgedeckt wird, rutscht man Richtung Ausgang, sondern ja, rutscht in die andere Richtung. Und die ist nicht so gut. Gleichzeitig versucht man, die Mitspieler ein bisschen zu ärgern, mit denen Felder zu tauschen. Also auch ein super Spiel. Auch als zwischendurch gedacht, als Familienspiel, schnelle Regeln. Jetzt haben wir auch ein Video gemacht, dann sollte es soweit klar sein. Und ich habe noch ein bisschen ein Spiel rausgeholt, der eine oder andere kennt es vielleicht gar nicht, aber das Spiel haben wir, weiß nicht, wie oft wir das gespielt haben. Die Rede ist von Game, da geht es darum, aufsteigen bzw. absteigende Karten auszuspielen. Und das klingt simpel, aber man hat nicht immer die Karten auf der Hand, muss aber die Karten irgendwie ausspielen und macht vielleicht 10er-Sprünge nach unten, nach oben. Und das ist eine Herausforderung von NSV. Wenn ihr das Spiel allerdings jetzt hier, also wenn ihr Spiel euch holt über die unten genannten Links, unterstützt ihr uns ja automatisch, aber wenn ihr das Spiel The Game angibt, dann findet ihr viele Treffer. Also je nachdem müsst ihr das noch in Kombination mit NSV eingeben, damit ihr auf jeden Fall dieses Spiel findet. Es ist angegeben ab 8 Jahre 1 bis 5 Personen, gibt es glaube ich auch als App, sehr lohnenswert. Ja, und ich habe mir einfach gedacht, ganz schön clever, ist dann doch ein Tick zu schwer. Wie wäre es mit nochmal? Aber ansonsten holt euch die App. Gibt es ja auch Apps dazu. Nochmal ist ein Spiel, Roll and Ride-Spiel mit Farben. Und bei einer Partie bleibt es nie. Wenn ihr aber einen lockeren Abend wollt, dann kann es auch mal länger gehen, wenn ihr wieder Lust gefunden habt an diesem Spiel. Für 1 bis 6 Personen, 20 Minuten Spielzeit. Wie gesagt, ab 8 Jahre. Roll and Ride sagt quasi einiges über das Spiel. Das heißt, die Würfel bestimmen, wo ihr eintragt. Beziehungsweise ihr habt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und wie ihr dies eintragt, dann versucht ihr natürlich viele Punkte zu generieren. So, das als Information gibt es, glaube ich, auch als App. Ganz schön clever, mag ich insbesondere als App. Und damit sind wir beim letzten Spiel. Und dieses Spiel
Könnte ein oder andere sagen, das ist mir zu lang, Jörg. Zu lang für den Abend, zu lang für den Nachmittag. Man muss eh zu dritt sein, aber dieses Spiel hat beispielsweise der Elias immer dabei. Er bringt es jedem bei, der es noch nicht kennt. Und der eine oder andere hat richtig Lust und deswegen muss er es immer mitnehmen, wo er auch ist, weil es also einfach Spaß macht. Mir persönlich macht es auch Spaß. Ein Stichspiel. Viele können es gar nicht mehr sehen, weil sie es früher so oft gespielt haben. Es gibt viele Stichspiele. Aber Wizard aus dem Hause Amigo wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ich glaube, ab 10 Jahre ist angegeben. 3 bis 6 Personen, also auch was für einen Urlaub. Schauen wir einfach mal. Ja, das zu allen Infos. Sicherlich hat das ein oder andere jetzt gefehlt. Ich habe hier schon das ein oder andere Spiel gesehen, was man spielen könnte. Ich wollte euch jetzt nicht die Spielesammlung zeigen. Da gibt es auch viele klassische Spiele, aber ich wollte euch auch ein bisschen aktuellere Spiele zeigen. Ich hoffe, die Mischung hat so gepasst. Es waren jetzt ein paar Klassiker dabei, aber auch ein paar neuere Spiele. Das war mir persönlich sehr wichtig, um euch auch nochmal ein bisschen die Welt zu zeigen, was es da gibt an tollen Spielen. Die einfache Regeln dann haben. Ansonsten schaut in das Video dann rein, wo ich die Abläufe zu den einzelnen Spielen erkläre. Dann seid ihr auch hoffentlich relativ schnell drin. Habt jetzt ein Spiel gefunden für Freunde, für Bekannte, für einen Spielenachmittag mit Kindern, mit Gelegenheitsspielern oder für einen Feierabend. Wenn ihr einfach keine Lust mehr habt, irgend so ein Schwergewicht zu spielen, naja, da stehen einige, wo ihr einfach sagt, es soll was Lockeres sein. Dann ist das vielleicht was für euch. Wie gesagt, die Spiele teilweise über die Händler, müsst ihr einfach mal schauen, Händler vor Ort, wenn ihr habt, könnt ihr die unterstützen. Oder ihr nutzt die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns direkt. Ihr zahlt nicht mehr, es müssen nämlich auch keine Spiele sein, es können andere Produkte sein, die ihr dort kauft. Und dadurch unterstützt ihr uns automatisch. Ansonsten, ja, wer noch kein Abo hat, der klickt jetzt mal drauf und über einen Daumen freuen wir auch. Und über viele weitere Kommentare, da freuen wir uns und ihr sicherlich auch euch. Das zu den Infos. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.